Da bin ich endlich wieder. Ich melde mich nach einer Babypause zurück. Mein kleiner Sohn ist vor 5 Wochen auf die Welt gekommen. Deswegen habe ich so lange nichts von mir hören lassen. Es tut mir leid, aber renovieren mussten wir auch noch. Da kam jede Menge dazu. Deswegen war Malen leider lange Zeit nicht möglich. Aber jetzt bin ich wieder da. Und jetzt möchte ich gerne mit euch endlich mal wieder ein Bild machen. Und zwar dieses schöne Stück. Das habe ich letztes Wochenende einmal vorgemalt. Das Motiv habe ich mir ehrlich gesagt geklaut aus einem Spiel. Und das habe ich mir bei The Sims 4 rausgeguckt. Ich hoffe, ich darf das sagen. Das Video wird deswegen nicht gleich gesperrt. Das habe ich mir mal als erstes gekauft, wenn ich mein Haus eingerichtet habe. Das war nicht so schön. Und jetzt dachte ich mir, male ich das endlich mal selber. Ihr seht, das Motiv ist relativ einfach gehalten. Und deshalb wollte ich das jetzt mal mit euch machen, weil ich, wenn der Kleine gleich anfängt zu schreien, ich habe nicht so viel Zeit zum Malen. Also ich kann mir jetzt nicht wieder den ganzen Tag Zeit lassen. Das müssen jetzt etwas schnellere Motive werden. Und deswegen dachte ich, ist das hier mal optimal. Okay. Kommen wir zur Leinwand. Das ist eine Leinwand 40x30, also relativ klein gehalten. Das heißt, wir müssen wieder mit Pinseln arbeiten, die auch dafür geeignet sind. Zu den Farben, da haben wir Titanweiß, Saftgrün, hier etwas Rottöne. Da müsst ihr mal gucken, ob ihr das auch machen wollt oder nicht. Hier habe ich das wunderschöne Cadmiumgelb, dann ein wenig Ocker. Hier haben wir zweimal die Bergmischung, habe ich persönlich zweimal aufgetragen, müsst ihr nicht, einmal reicht. Dann haben wir hier Dunkelsienna und Van Dyke Brown. Hier haben wir Preußisch Blau, das benötigen wir gleich für den Himmel. Und einen kleinen Hauch Mitternachtsschwarz, auch für den Himmel. Die Leinwand ist wie immer vorgestrichen mit unserem Flüssiggrund. Dafür habe ich einen Zweizeilpinsel genommen. Den Rest des Bildes arbeiten wir aber eher mit den kleinen Pinseln. Okay, dann fangen wir an mit unserem Himmel. Als allererstes kommt Blau, unser Preußisch Blau. Das ziehen wir uns hier mit dem Pinsel ein wenig raus. Und dann stupfen wir den Pinsel auch aus, denn wir wollen ja nicht viel Farbe haben. Also guckt wirklich, dass ihr die Farbe rausstupft, dass ihr da keine großen Brocken habt. Okay, so, also so soll der Pinsel aussehen. Dann fangt ihr wie gewöhnlich mit den Ecken an. Guckt, dass euer Flüssigweiß auch wirklich hauchzart nur drauf ist, dass ihr da keine dicken Megaplexe drauf habt. Sonst nehmt euch lieber nochmal ein Tuch und wischt ein kleines bisschen davon ab. Das ist sehr wichtig bei diesem Bild, dass wir hier wirklich wenig Farbe haben. Okay, so aus den Ecken, denn in den Ecken ist es wie immer am dunkelsten. Wir machen jetzt wirklich unsere schönen Kreuzstriche und schaut, dass ihr auch wieder schöne weiße Bereiche da drin lasst, damit das schon gleich so ein kleines bisschen nach Leben am Himmel aussieht. So, das war's auch schon. Wird es fertig? Ich wieder den Tschüss. Nein, natürlich nicht. Aber ich meine, das ist ja auch schon nicht schlecht. Jetzt nehme ich meinen sauren, mein Pinsel, mit dem ich gerade das Flüssigweiß gestrichen habe. Den habe ich nur einmal auf einem Silbertuch ausgewischt, das relativ trocken ist. Mit dem verblende ich den Himmel. Meine Güte. Oh, nicht so einfach. Okay. Wieder aus den Ecken raus, dass wir die dunklen Sachen in den Ecken behalten. Und dann seht ihr schon, was für ein wunderschönes Muster das ergibt. Ich gehöre zu denjenigen, die gerne kräftige Himmel mögen. Bitte verzeiht mir, wenn ich heute nicht ganz so fit bin, was das Reden angeht. Ich hoffe, ich kriege es trotzdem ganz gut hin. Also ich mag es gerne kräftig, deshalb manchmal mache ich hier einfach so ein paar kleine Kleckchen hinterher, weil mir das dann nicht kräftig genug ist. Aber verblenden müssen wir die natürlich trotzdem hier. Sonst sieht das nämlich gut aus. So, aber den Himmel könnt ihr alle malen, wie ihr das mögt. Das ist ja nur eine Idee, was ich euch hier zeige. Das müsst ihr nicht exakt so nachmachen. So, und jetzt haben wir hier schon kleine und helle, dunkle und helle Bereiche. Wie gesagt, wer es kräftig mag, der kann die auch noch ein bisschen verstärken. Ich muss gestehen, bitte habt Verständnis, ich sehe das hier nicht. Für mich ist es relativ weiß. Dadurch, dass ich die Leinwand so schräg habe, kann ich das nicht wirklich erkennen, wie viel Farbe ich jetzt hier drauf habe.
Aber das sieht, glaube ich, ganz gut aus. Okay, dann nehmen wir jetzt einen kleinen Borstenpinsel. Das ist ein No-Name hier. Ein bisschen schwarz. Nur so ganz bisschen. Und ein bisschen blau. Einfach ein bisschen mit dem Pinsel vertuschen. Auch wieder ausstupfen. Wir wollen ganz wenig Farbe. Und jetzt müssen wir uns kurz überlegen, wo wir Wolken haben. Ich sag mal, hier habe ich schon so einen dunklen Bereich. Dann nehme ich da eine Wolke und da. Und da und da. Und hier noch. Und hier läuft so ein bisschen das Band. Dann mache ich jetzt einen ganz leichten U-Streifen. Strichen. Deutlich so ganz bisschen nur den Hintergrund an. Von den Wolken, die sehr weit entfernt sind. Das ist jetzt ein recht bedeckter Himmel, was ich jetzt hier male. Also kein strahlend blauer Himmel. Okay, das müssen wir jetzt einmal wieder verblenden. Wenn ihr jetzt den Pinsel wieder verwendet, mit dem ihr das Blau gemalt habt, wischt ihn noch einmal wieder im Zebertuch aus, sonst ist das Ganze nämlich viel zu kräftig. Einfach so ein bisschen auswischen, bis da wirklich fast nichts mehr rauskommt. Das kann etwas dauern. So. Und jetzt verblenden wir das hier ganz vorsichtig. Immer mit so leicht kreisenden Bewegungen. Nicht zu stark. Man soll ja auch noch sehen, dass da was Dunkles ist. So, ganz vorsichtig. Aber man darf halt keine Striche mehr sehen. Wenn man da die Striche sieht, sieht das komisch hinterher aus. Denkt daran, das habe ich nämlich gerade eben bei meinem Bild letztes Wochenende mal wieder festgestellt. Man verblendet das immer sehr stark, weil einem das so doll ins Auge sticht, wenn hier so Striche zu sehen sind, und hat dann hinter Angst, oh nein, jetzt habe ich das zu stark verblendet, man sieht das ja alles gar nicht mehr. Doch, man sieht das noch. Also wenn die Farbe getrocknet ist, kommen die nochmal viel stärker raus, wie als wenn sie feucht sind. Das kann ich euch gleich nochmal am Titanweiß zeigen. Wir malen das erstmal, wir nehmen uns wieder einen Borstenpinsel, sauer, trocken, und etwas Titanweiß. Und fangen wir hier mit den Wolken so ein bisschen an. Ihr müsst mal schauen, wollt ihr jetzt hier so einen richtig belebten Himmel haben oder nur so ein ganz bisschen angedeutet, so kleine Federwolken. Das ist ganz euch überlassen, wie immer. Also Wolken sind sehr schwer zu malen, finde ich immer. Das ist nicht ganz einfach, deswegen male ich jetzt hier einfach mal nur so kleine leichte Federwolken, so ein bisschen angedeutet. Weil das Hauptmotiv soll ja dann gleich unser Zaun sein. Da will ich jetzt gar nicht so auf den Himmel eingehen. Deswegen einfach nur so ein kleines bisschen Titanweiß. So, ihr seht jetzt mal hier, habe ich ein bisschen dickere Striemen gemalt. Und das Ding ist, man sieht es jetzt auf dieser Leinwand nicht allzu stark, diese weißen Streifen. Man denkt, oh ja, schön, das passt. Aber wenn das getrocknet ist, dann passt das auf einmal gar nicht mehr. Ich zeige euch das einmal. Hier ist mein voriges Bild vom letzten Wochenende. Das sah hier, als es nass war, ganz toll aus. Ich hatte richtig lebendige, tolle Wolken, die sich im Hintergrund integriert haben. Aber dieses Titanweiß ist halt besonders, ja, sag ich mal, fest. Deshalb setzt es auch stark auf und verbindet sich nicht mit dem Hintergrund, wenn ihr das nicht wirklich stark verblendet. Das heißt, es sieht jetzt hier aus wie so ein Kinderbild, in Anführungsstrichen, wo ein Kind mal so ein bisschen weiße Wolken gemalt hat. Sieht nicht so wirklich schön aus, deswegen hier einmal den Tipp, lasst diese weißen Striemen nicht so doll, verblendet die einmal lieber. Denn sonst sieht das wirklich komisch aus. Einmal nur mit der oberen Spitze, kleines bisschen verblenden. Und schon habt ihr hier so richtig tolle, integrierte Wolken. Wie gesagt, es ist doch ein starker Unterschied zwischen einem getrockneten Bild und einem nassen Bild. Deswegen, das ist wirklich eine Sache, da braucht man Übung für. Also da jetzt zu sagen, oh, ja, das mache ich mal immer auf dem FF, habe ich einmal zugeguckt, weiß jetzt, wie es geht. Nein, also das ist wirklich eine Sache, die müsst ihr wirklich üben. Die kann man nicht mal eben so schnell in 5 Minuten lernen. Natürlich gibt es Leute, die können das. Aber die gucken dann wahrscheinlich nicht meine Videos. Oder vielleicht doch, ich meine, das wäre mir eine Ehre, gar keine Frage. Aber, ja. Also so Naturtalente gibt es natürlich auch en masse.
gehöre ich leider nicht zu. Ich musste das auch ganz, 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 ganz viel üben. So, ich hoffe, ihr seht das. Das scheint mir ein bisschen überstrahlt zu sein. So, also tut mir leid, wenn das gerade noch so ein bisschen überstrahlt ist. Ich habe gerade festgestellt, wenn das hier sehr hell ist, dann ist die Sonne gerade mal wieder rausgekommen. Die habe ich nämlich hier hinter mir im Rücken. Aber anders lässt sich das hier jetzt leider nicht aufbauen. Aber ich glaube, so sieht man das ganz gut. Ja, also wie gesagt, Wolken soweit fertig. Ihr könnt die natürlich auch noch etwas intensiver machen. Wer jetzt möchte, kann ja die schönen bauschige Wolken machen. Wie gesagt, ist aber recht schwer und ich will das Video mal wieder etwas kurz halten. Gut, dann fangen wir jetzt gleich mal an mit unseren schönen Bergen. Dafür verwende ich diesen kleinen Spachtel, nehme mir dafür etwas preußisch Blau und die Bergmischung. In der Bergmischung ist schon viel Blau drin, also normalerweise braucht man es nicht mischen, aber meine Berge sollen heute besonders blau werden, deswegen mische ich das ein kleines bisschen dazu. Die Bergmischung kann ich euch nur empfehlen, euch die tatsächlich anzuschaffen, wenn ihr viel Berge malen wollt. Ob das jetzt normale Schattenberge sind oder richtig felsige Berge, das ist eine Farbe, die lohnt sich. Die ist einfach perfekt für Berge. Okay, also, dann wollen wir mal schauen. Und zur Berge sieht man nur so ein kleines bisschen hier hinten. Hinter unseren Bäumen vorlugen. Deswegen fangen wir jetzt einfach mal hier an. Auch bei den Bergen, ganz wichtig, fangt klein an. Fangt wirklich klein an. Übt das erstmal so ein bisschen. Zieht die Farbe hier raus. Ne, einfach nur mit der glatten Seite vom Spachtel. Vorsichtig die Farbe hier wegziehen. So, immer wegziehen von da, wo ihr malt. Macht sie nicht zu groß. Reinigt euren Pinsel immer mal wieder, weil manchmal wird diese Seite schmutzig, die ihr nicht benutzen wollt. Zieht die einmal über das Zebertuch, dass ihr nur diese feine Rolle da drauf habt. Und dann könnt ihr damit problemlos weiterarbeiten. Wenn ihr da auch Farbe habt, habt ihr manchmal das Problem, dass es schmiert. Deswegen ganz vorsichtig immer versuchen, wirklich sauber zu arbeiten. So, die Farbe ziehen wir hier ab, weil wir nur ganz wenig Farbe benötigen. Wenn ihr die Berge malt, versucht das so zu machen, dass ihr hier nicht so zack, 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 dass es alles gleich aussieht, sondern ein bisschen unterschiedliche auch Neigung der Winkel hier zu malen, dass das nicht alles nur so spitz hoch geht und komplett gleich aussieht. Wie spitz ihr die Berge macht, ist ganz euch überlassen. Das könnte hier richtig so eine Megaspitze werden, wie in einem Fantasiefilm, oder auch ganz abgerundet, weil es ein ganz kleiner, normaler Berg ist. Das ist jetzt eure Fantasie überlassen, wie ihr das gerne hättet. So, hier brauche ich ja gar nicht so weit reinmalen, weil da sowieso gleich die Bäumchen hinkommen. Wichtig ist jetzt nur, dass ihr die Farbe abzieht. Hier darf nicht viel Farbe drauf sein. Achtet darauf, diese Bäume abzieht, nicht versehentlich eure schönen sauberen Kanten wegmacht. Wenn das passiert, müsst ihr leider noch mal andere drüber setzen. So. Die Farbe einfach auf dem Zebertuch abstreifen und schon ist euer Gebirge fertig. Hier sieht man das noch, hier habe ich noch unsauber gearbeitet und da man das Stück sieht, muss ich hier noch mal ganz kurz nacharbeiten. Moment. Ihr könnt auch jetzt schon, wenn ihr mal richtige Berge malt, bestimmen, wo Licht und Schatten sitzen in dieser Sektion. Da könnt ihr euch da schon so ein bisschen andeuten, je nachdem wie die Farbe abzieht mit dem Spachtel, könnt ihr jetzt schon bestimmen, da ist Schatten und da ist Licht. Okay, Moment, das ist jetzt gar nicht so einfach hier an der Ecke, da muss man immer so ein bisschen üben, diesen Übergang hinzubekommen. Ich habe jetzt aber gerade gesehen, ich sage immer, ja, hier achtet auf euren Rand, ne, nicht vergessen den Rand, Ja, was haben wir vergessen? Den Rand! Typisch! Ganz, ganz typisch. So, da nehme ich jetzt mal hier nochmal meinen Pinsel. Noch können wir das ja alles nacharbeiten, gar kein Thema. So, haben wir Rand vergessen? Nein, wir haben den Rand nicht vergessen. Nein, wir haben den Rand überhaupt nicht vergessen. Gar nicht, wer macht denn sowas? Den
Den Rand vergessen wir nicht. Okay, so, unsere Berge sind soweit fertig. Jetzt nehmen wir uns einmal nochmal einen sauberen Pinsel. Wenn wir noch einen haben, oder wenn ihr den hier da ist, nur weiß drin, dann streiche ich einmal ganz kurz aus. Und dann ziehe ich die Farbe jetzt einmal hier vorsichtig nochmal runter. So. Dass wir hier schön glatte Berge haben. Ihr könnt die Berge jetzt theoretisch sogar schon so lassen, wenn ihr das möchtet. Das ist gar nicht jetzt mehr Arbeit erforderlich. Wer jetzt aber sagt, nö, das reicht mir noch nicht, der kann jetzt hier noch ein bisschen Schatten machen. Schatten und Licht natürlich. Okay, dafür nehmen wir uns nochmal den sauberen Spachtel. Und jetzt müssen wir uns einmal überlegen, von wo soll unser Licht denn tatsächlich fallen. Ich habe hier oben meinen Zaun. Ihr seht das hier und hier fällt der Schatten. Das heißt, das Licht von bei mir kommt von dort. Das heißt, ich muss jetzt hier meine Highlight setzen. Ausgerechnet da, wo der Berg so schön dunkel geworden ist. Aber das nützt nichts. Ich habe jetzt hier auf die schmale Kante vom Spachtel etwas Titanweiß genommen. Nur ein ganz bisschen. Und jetzt gehe ich hier einfach auf die Bergspitze und ziehe ganz leicht etwas Weiß runter. Auch hier wieder ganz leicht etwas Weiß. Wieder reinigen, wenn da zu viel Blau drauf ist. Nehmt euch eine neue Spitze und wieder hier etwas runterziehen. Hier brauchen wir nicht viel, macht da nicht zu viel, hält mehr. Da kommen sowieso gleich die Bäume vor. Ganz wichtig ist aber, dass ihr immer wieder den Spachtel reinigt. Dass ihr nicht auf der falschen Seite die Farbe habt und dass ihr auch eine vernünftige Farbrolle habt. Streicht das Titanweiß sonst ein wenig aus, damit ihr vernünftig euch die Farbe aufnehmen könnt. Es soll nur so eine ganz kleine Mini-Rolle sein. So, und jetzt auch hier wieder, ganz vorsichtig, ganz bisschen nur andere. So, und hier läuft jetzt der Schatten von dem Berg lang. Und hier sieht man das wieder gekippt. So, jetzt können wir auch die breite Seite nehmen. Wenn wir in den tieferen Bereich kommen, hier. Hier ist es ganz wichtig, also wenn ihr Berge malt, auch Übungssache. Wirklich viel Übung. Also ich habe wahnsinnig lange gebraucht, das hinzukriegen. Weil allein die Vorstellungskraft, die man benötigt, wo ist Schatten, wo ist Sonne. Wenn ihr da schon ein Bild vorher habt, also von einem Bild abmalt, ist das vielleicht etwas einfacher. Aber wenn ihr euch das wirklich so aus den Nägeln saugt, so spontan wie ich jetzt hier, Berge malt, dann braucht man da wirklich Übung und Vorstellungsvermögen, weil man am Anfang nicht weiß, oh Gott, wo mache ich das jetzt? Es ist alles schwarz und wo ist jetzt hell und wo ist jetzt dunkel? Und ja, es ist nicht so einfach. Deshalb, wenn ihr da am Anfang seid und anfangt, Berge zu malen, verzweifelt bitte nicht. Es ist ganz normal, dass man das nicht sofort hinbekommt. Ich weiß, es sieht manchmal so einfach aus, so gerade wenn man andere Videos anguckt, so zack, zack, zack und der Berg ist fertig und man denkt sich, oh mein Gott, wieso schaffe ich das denn nicht? Das ist doch so einfach. Nein, das ist nicht einfach. Ihr braucht wirklich ein bisschen Übung dafür und verliert dann nicht gleich den Kopf oder die Lust am Malen. Das ist halt nicht ganz so einfach. Ein bisschen Übung braucht man halt für alles. So, jetzt wollen wir das hier so ein bisschen verblenden. Dafür nehmen wir nochmal unseren Einzelpinsel. Hier habe ich so ganz leichtes Weiß-Blau drauf. Und jetzt streichen wir die so ein ganz bisschen aus. Ganz vorsichtig einfach nur. Ihr seht, ihr selbst hier mit dem einfachen Pinsel könnt ihr hier schon sagen, Lichtschatten, das könnt ihr schon mit diesem Pinsel andeuten. Das ist jetzt einfach nur der Einzelpinsel, mit dem ihr euch hier die Farbe rein und rausziehen könnt. Und auch mit dem, wenn ihr jetzt hier noch kein Weiß aufgetragen haben solltet, könnt ihr sagen, hell, dunkel, hell, dunkel. Aber wie gesagt, Übung, Übung, Übung. Das geht nicht mal eben von heute auf morgen.
Das ist aber eine Sache, die unglaublich Spaß macht. Also wenn man da erstmal den Dreh raus hat, was das Bergemalen angeht, das macht richtig Spaß. Also ich zeichne, beziehungsweise zeichne, ich male sehr, sehr gern die Berge, aber habe auch viele Bilder, die ich leider dann entsorgt habe, weil sie nicht so gut geworden sind. Ja, das ist tatsächlich so. Das ist wirklich, wirklich schade, aber muss man mit leben. Es gelingt eigentlich immer. Man kann an den Bergen auch noch viel, viel wieder verbessern. Also es ist nicht so, dass es hoffnungslos ist, dass wenn man einmal jetzt hier leider einen falschen Strich gemacht hat, dass man dann komplett verkackt hat, in Anführungsstrichen. Nein, das ist so auch nicht. Ihr könnt euch auch, wenn mal gar nichts gelungen ist, einen Spachtel nehmen und einen Berg auch noch wieder wegnehmen und wegzeichnen und auch nochmal komplett von vorne anfangen. Ihr braucht nicht immer gleich das ganze Bild wegschmeißen. Das ist natürlich Blödsinn. Aber manchmal hat man halt verloren, weil einem natürlich auch irgendwann die Muße fehlt. Aber wie gesagt, Übung, Übung, Übung. Und dann wird das. So, ich zeichne jetzt hier nochmal kurz ein bisschen das Dunkle nach. Ihr seht das, auch durch die Striche sieht das hier natürlich schon richtig gut aus, die der Borstenpinsel jetzt hier macht. Ob ich hier richtig so ein Gebirge habe. Soll halt gar nicht alles so gleichmäßig sein. Aber nehme ich einfach mal von hier die Lichtseite habe und dann hier dunkel mache, habe ich natürlich auch gleich Tiefe in meinem schönen Bild. So. Wie gesagt, Fehler ist natürlich, wenn ihr jetzt das mit dem Licht vergesst, das ist immer sehr ärgerlich, wenn man hinterher das Licht von der Seite auf dem Berg hat und der Zaunpfahl macht den Schatten nach da, so wie auf meinem Ohrenbild, dann ist es wirklich schade. So, jetzt habe ich hier ganz viel Licht reingezeichnet, jetzt muss ich hier auch nochmal Schatten reinzeichnen, jetzt muss ich Licht reinzeichnen, das heißt, ich gehe jetzt einfach nur einmal hier hoch, ich mache das so ein bisschen sauber, ich nehme hier jetzt hell einfach rein, ich ziehe das einfach nach oben, das Weiß, ihr seht das, einfach nach oben ziehen und ausstreichen. So, jetzt verwenden wir das hier nochmal, damit man die einzelnen Striche nicht ganz so stark sieht. Ja, für die Berge muss man sich so ein bisschen Zeit nehmen. Auch wenn es jetzt hier nur ein ganz einfacher Berg ist, es kostet trotzdem Zeit. Wenn man möchte, dass es vernünftig gelingt, kostet auch dieser einfache Berg etwas Zeit. So, das war's schon. Okay, ich werde jetzt einmal meine Pinsel komplett reinigen. Und dann machen wir mit den Bäumen weiter. Moment. So, unser Berg ist fertig. Unsere Palette ist sauber. Dann wollen wir mit den Bäumen mal weitermachen. Dafür nehme ich den 1 Zoll Pinsel, der sauber und trocken ist. Nehme mir, Moment, Sekunde. Erst nehmen wir den Spachtel. Etwas Saftgrün. Etwas zu viel Saftgrün. Nur ein kleines bisschen Saftgrün. Und, Preußisch Blau. Das mixen wir uns. So Farbverhältnis etwa 2/3 Blau, 1/3 Grün für unsere Hintergrundbäume. So, das war's schon. Und dann stopfen wir unseren Pinsel da ganz normal wieder rein. Ganz vorsichtig einfach stopfen, ausstopfen. Wenn ihr merkt, es ist sehr, sehr grün, dann müsst ihr nochmal von vorne anfangen. Dann nehmt euch ein kleines bisschen mehr, falsches Blau. Und geht in einen ganz kleinen Teil eurer Farbe noch einmal hinein. So, das soll zwar grün sein, aber eher blau. Stoppen, stoppen, stoppen. Das ist jetzt zu blau. Deswegen mixen wir das mit dem Pinsel. Deswegen mixen wir das mit dem Spachtel. Damit wir nicht so viel Farbe in unserem Pinsel bekommen. So, jetzt sollte das passen. Für alle Fälle gucken wir nochmal mit einem Zegertuch, dass wir nicht zu viel Farbe da drin haben. Ihr seht, es ist jetzt sehr dunkel. Aber hier oben haben wir das Grün. Dann drücken wir einfach direkt nochmal so ein bisschen ins Grüne mit rein. Okay, wichtig ist jetzt, dass ihr wenig Farbe habt, aber dass der nicht so auseinandergesprungen ist, der Pinsel. Das heißt, den ziehen wir jetzt nochmal mit beiden Seiten durch die gestupfte Farbe. Na, dass wir also trotz alledem wenig Farbe auf dem Pinsel haben,
aber dass die Borsten sich schön miteinander verbinden und verkleben, dass wir eine schöne, schmale Fläche haben. Wenn wir jetzt eine Leinwand hätten, die größer ist, kann der Pinsel auch weiter auseinanderstehen. Aber in diesem Fall haben wir halt nur 40x30. Das ist etwas zu klein. So, jetzt müssen wir einmal überlegen, wo sollen unsere Bäume anfangen? Ich würde mal sagen, hier. Und die gehen in etwa, hier soll die Wiese sein, bis da. Okay, dann fangen wir mal hier an. Auch wie beim Berg, fangt lieber etwas kleiner an. Denn größer malen könnt ihr immer noch. Lieber erstmal kleiner anfangen. Und wenn ihr jetzt seht, oh, das ist jetzt sehr blau, dann tupft ihr euch einfach ein bisschen ins Grünere hinein, das ihr vorher zusammengemixt hattet. Wie gesagt, achtet nur darauf, dass ihr nicht zu dicke Farbkleckse da drauf habt. Passiert euch das wie bei mir, dass man zu viel Farbe hat, kurz einmal nur auf dem Zählertuch aufstupfen und hier wieder ein bisschen verteilen. Und hier nicht malen, nicht schmieren bitte, nur stupfen. Hier im unteren Bereich soll es natürlich schön dunkel sein. Da soll man nicht durchgucken können, also da kommt kein Licht zwischen euren Bäumen durch, logischerweise. Wenn das jetzt zu hell wird, dann nehmt euch ruhig nochmal einen ganz kleinen Klecks schwarz. Mixt euch das nochmal an. Ich sehe das nicht gerade bei mir hier. Das ist mir ein Tick zu hell. Ganz vorsichtig wieder reinstupfen. Pinsel wieder zusammenstreichen. Und stupfen. Und seht ihr, jetzt habe ich hier so einen richtig schönen dunklen Ton. Ist auch ganz gut, wenn ihr mal verschieden die Farben reinstupft. So ein bisschen hier ins Blaue, dann wieder ins Grüne. Habt ihr hier natürlich auch schöne verschiedene Farbnuancen drin. Das ist natürlich auch gar nicht schlecht. Ungewollt, aber perfekt für euer Bild. Beziehungsweise man kann es natürlich jetzt auch gewollt machen. Das ist natürlich dann optimal, wenn auch schon im Hintergrund ein paar verschiedene Farben zu sehen sind. So, jetzt achtet darauf, ihr kommt, desto dichter hier ihr kommt, das muss natürlich immer kleiner werden, eure Baumreihe. Na, logisch. Hier nur noch so ein ganz bisschen angetupft. Dann nehmt ihr dann nur noch ein bisschen die Ecke von eurem Pinsel. Und oben in dem Bereich sollte es natürlich löchrig sein. Also da wollen wir, dass da viel Licht durchscheint. Deswegen hier auch wieder nur mit der Ecke. Und jetzt, wenn ihr merkt, oh, das ist jetzt hier perfekt geworden, alles schön klein, dann könnt ihr jetzt hier anfangen, ein bisschen größere Bäume reinzumachen. Hier kommt ihr immer dichter, hier ist der Betrachter. Hier dürfen die Bäume etwas größer werden. Wenn ihr hinten jetzt einen großen Baum habt und das perspektivisch auf einmal ein 200 Meter Baum ist, wirkt das nicht ganz so gut, deswegen lieber klein anfangen. So, hier will ich jetzt ja gleich in den Vordergrund noch so einen richtig schönen Laubbaum malen. Deswegen mache ich jetzt hier auch nur ganz dezent die Bäume etwas größer. Und ich denke sogar an den Rand. Wow. Okay, prima. So, das ist jetzt erstmal unsere kleine Laubreihe. Dann können wir hier schon mal ganz vorsichtig anfangen. Ich mache den Pinsel mal ein bisschen sauber. Aber die Farbe können wir behalten, denn wir müssen jetzt hier schon mal gleich so ein kleines bisschen Schatten mit andeuten. Nur hier bei den Baumrand. Nur ganz, ganz vorsichtig, ganz bisschen. Ganz vorsichtig, nur ein ganz bisschen. Zur Orientierung. Mehr ist es nicht. Okay. Normalerweise sage ich ja immer, wir arbeiten von hinten nach vorne. Das heißt, wir machen Schicht für Schicht für Schicht. Jetzt möchte ich aber hier auf dem Bild, hier in dem Bereich, gleich richtig hell werden. Ich will hier richtig schön ockergelb haben. Das heißt, wenn ich jetzt hier schon zu viel mit dunkler Farbe vorarbeite, habe ich das Problem, dass es matschig werden könnte. Deswegen mache ich das, den Bereich jetzt einmal schön glatt. Dafür habe ich meinen ganz trockenen 2-Zoll-Pinsel. Das verteile ich hier jetzt einmal. Hier schön eine ebene Fläche haben. Und dann fangen wir aus und weiter nicht. Oh. 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 Entschuldigung. Ja. Das war jetzt so. Das war genau das Gegenteil von dem, was ich wollte. Sollte hell werden, nicht dunkel. Aber egal. Das ist das Tolle an der Nachmalerei. Wir vermischen das einfach. So, das ist überhaupt gar kein Problem.
so hell wird das ja auch nicht. Das soll ja keine Schneelandschaft werden. Und selbst wenn es eine Schneelandschaft werden würde, wäre der Farbton noch völlig in Ordnung. Okay, wichtig ist nur, dass es jetzt hell ist und hier keine großen Striemen drin sind. So, wunderbar. Okay, ich muss mal kurz meine Hände reinlegen und den Matsch wegmachen, bin sofort zurück. So, dann wollen wir jetzt als erstes mal mit unserer hellen Fläche anfangen. Die verläuft also hier und geht hier unten lang. Mit dem Finger das vorzumalen ist nicht so optimal, aber man kann es so machen. Okay, so, also es geht relativ schmal hier unten lang und endet hier in den Bildrand. Dafür nehme ich mir jetzt Cadmiumgelb und ein kleines bisschen Ocker. Mein Ocker ist leider aus irgendeinem Grund wahnsinnig fest. Deswegen muss ich es ein bisschen stärker mixen. So. Mix das nicht zu doll. Also es darf ruhig Unterschiede in der Farbe sein. Es dürfen Unterschiede in der Farbe sein. Blablabla. Und jetzt einen trockenen Pinsel, ganz wichtig. Zur Not starten wir dann einfach aus. Ich habe jetzt hier meine Konstruktion wundervoll an der Decke. Das heißt, wenn ich jetzt meinen Pinsel ausschlage, dann kriegt ihr das nicht mehr mit, es wackelt nicht mehr bei euch. Ist das nicht toll? Ich werde langsam immer besser. Profi bin ich noch lange nicht, das dauert noch, vielleicht auch nie. Aber ich mache Verbesserungen, wenn ich es irgendwie hinkriege, damit es für euch angenehmer ist. So, ich stopfe meinen Pinsel rein. Das ist jetzt relativ sandig, die Farbe. Und jetzt fangen wir einfach mal hier oben an. Hier ist unsere Wiese. Und jetzt müssen wir hier mal gucken, dass wir den Berg auch wirklich gut abdecken. So. Das ist mir jetzt etwas zu sandig, aber egal. Wir machen jetzt erstmal nur den Bereich hier, der wirklich hell ist. Und den stupfen wir jetzt immer so in leicht waagerechten Schritten. Einfach nur so ein kleines bisschen stupfen, stupfen, stupfen. Und dazwischen lassen wir Bereiche frei, macht das nicht gleichmäßig. Einfach so ein bisschen freilassen. Und zum Bildrand hin werden wir immer breiter. Da kommt der Weg ja immer dichter, beziehungsweise der Zaun später. Und kommt immer dichter an den Betrachter ran. So, hier nehmen wir noch etwas mehr Gelb. Hier darf es noch ein wenig heller sein. Achtet aber trotzdem darauf, dass ihr keine Farbkleckse der Leinwand habt. So, jetzt haben wir das schon mal. Ihr seht das richtig schön strahlend hell. Als ob die Sonne hier richtig reinscheinen würde. Ein bisschen mehr Gelb. Immer stupfen, 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 dass ihr keine Farbkleckse drauf habt, das ist ganz wichtig. So, und jetzt wollen wir mal, das hier, seht ihr, es geht ganz leicht hoch. Das heißt, auch hier müssen wir für den Betrachter andeuten, Achtung, hier geht es hoch. Das heißt, wir nehmen jetzt in kleinen Wellen hier hoch. Ganz vorsichtig, nur so ein ganz bisschen, ganz leicht reine Stupfen. Das gleiche machen wir hier. Achtet darauf, dass ihr noch nicht in den dunklen Bereich kommt. Erstmal so ganz leicht andeuten, dass es hier hoch geht und hier hell wird. Nicht zu hoch, das geht halt nur in ganz leichten Wellen hier hoch. Und hier steht dieser schöne kleine Baum, den wir gleich noch malen wollen. So. Das ist nur schon mal für euch, dass ihr so schon mal einschätzen könnt, wie euer Tal hier verläuft. So. Jetzt nochmal richtig schön kräftiges Gelb. So. Und jetzt haben wir nämlich so richtig schöne, kräftige, helle Farbe hier, die noch nicht verschmutzt ist. Das ist nämlich das Schöne. Das sieht aus, als ob hier auf dem kleinen Berg hängt, richtig schön die Sonne ein bisschen scheint und strahlt. Okay, dann geht's weiter. So, bevor wir jetzt mit der Wiese weitermachen, machen wir das wie üblich.
von hinten nach vorne arbeiten. Das heißt, wir nehmen uns jetzt einen Fineliner. Ich habe meinen Boden geschmissen, Moment. Ah, besser. Einen Fineliner und gehen damit in etwas Van Dijkbar, beziehungsweise eher ins dunkle Sienna. Den Pinsel schön darin drehen, dass er schön glatt wird. Und dann fangen wir an, hier im Hintergrund schon mal so ein paar kleine Baumstämme anzudeuten. Einfach von unten nach oben. Kleine Striche. Man zieht das nicht bis oben zur Spitze durch. Mal einfach da mal einen kleinen Zweig, da mal einen kleinen Zweig. Dann kommt hier wieder ein Stamm. Und achtet auch darauf, dass eure Bäume nicht exakt immer an der gleichen Grenze anfangen. Der eine Stamm fängt weiter hinten an, der eine weiter vorne. Der guckt vielleicht hier sogar raus, hier, der fängt hier schon an. Und wenn ihr das dunkle Sienna nimmt, das heißt zwar dunkle Sienna, aber es ist das hellere Braun von beiden. Das Van Dijk Brown ist wesentlich dunkler. Also wir arbeiten jetzt hier mit dem hellen Braun, sonst sieht man das hier nicht ganz hinterher. So, und wie gesagt, malt hier keine kompletten Bäume. So ganz kleine angedeutete Äste reichen. Mal von links nach rechts, mal von rechts nach links. Versucht, dass es auf jeden Fall nicht immer gleich aussieht. Und auch wichtig, damit das hinterher nicht komisch aussieht, als ob ihr das mit einem Zentimetermaß gemacht habt. So, alle 1 cm ein Baum. Wird auch etwas komisch. Schaut, dass ihr da verschiedene Abstände drin habt. Und dann sieht das hinterher nämlich richtig toll aus. So, und hier in den hellen Bereichen, das sind nämlich die einzelnen Stämme durchblitzen. Viel bleibt davon eh nicht über, also macht euch hier nicht verrückt. Selbst wenn euch jetzt irgendwas hier misslingt, dann wird da gleich ein Busch drüber gemalt und das ist dann voll egal. Hier könnt ihr nichts falsch machen. Habt hier keine Angst, das ist hier optimal, um hier zu üben, ein paar kleine Bäume und Äste zu zeichnen. Und das ist so eine Sisyphus-Arbeit, um ehrlich zu sein, die mir wahnsinnig Spaß macht. Ich kann ein ganzes Bild aus diesen kleinen Stämmchen und Bäumen malen, da habe ich richtig Freude dran. Weil am besten sind die Sachen, die fein sind, die toll aussehen und bei denen man nichts falsch machen kann. Ich liebe solche Arbeiten. So, und wie gesagt, passt auf, dass es nicht immer gleich aussieht. Ich habe jetzt hier Astgabel, Astgabelbaum, Astgabel, Astgabelbaum. Ja, irgendwann kommt man so in diese Routine rein und dann ist es nämlich das, was einem passiert. So, okay, sieht alles gleich aus. So, hier hinten sieht man fast gar nichts mehr. Da malen wir nur noch so einen ganz kleinen Stamm, einen kleinen Tupferbraun für den Betrachter. Okay, wie gesagt, also ihr seht davon hinterher sowieso nicht mehr viel. Das ist nur so ein bisschen... Man sieht es ein wenig und deswegen macht es den Unterschied später aus. Gut, das waren unsere Bäumchen. Jetzt kommen wir zum Grün. Jetzt wollen wir anfangen mit Grün. Wir nehmen uns einen neuen sauberen Pinsel und gehen mit dem direkt ins Saftgrün. Ziehen das Grün richtig schön in unseren Pinsel rein. Und dann nehmen wir uns kurz den Spachtel, der sauber sein sollte. Ein ganz kleinen Klecks Bräusches, ziehen das mal da rein und stopfen unseren Pinsel ein bisschen ins Bläuliche mit rein. Da ist jetzt fast nur Grün drin, aber auch Blau. Und jetzt gehen wir hier an unserer Baumreihe lang und stopfen uns hier ein wenig den Wald. Das ist jetzt noch sehr hell. Ich muss gestehen, es ist zu hell. Ein wenig mehr preußisch-blau wäre von Vorteil. Ihr seht es, ich vermische das nicht, weil ich diese Unterschiede auf dem Pinsel haben möchte. Da ist mehr blau, da weniger, da mehr grün. Genau so soll das sein. So, wichtig ist jetzt aber auch, wir versuchen das nochmal wieder, eine schöne schmale Kante. Ich nehme ein bisschen mehr blau. Schöne schmale Kante, dann könnt ihr nämlich hier so richtig schön die einzelnen Lagen von dem Gras malen. Und hier ist ganz wichtig, das ist besonders hier hinten, wo es ganz klein ist, der Pinsel ganz, ganz schmal ist. Also da dürft ihr nicht mit der dicken Seite großartig aufdrücken. Das muss ganz, ganz schmal sein. Und auch hier hinten kann das richtig schön dunkel sein. Ihr seht, jetzt habe ich hier den optimalen Farbton getroffen. Relativ blau mit einem kleinen bisschen grün. Hier hinten ist es völlig in Ordnung, das soll ja hell sein. Aber hier hinten soll es, also hier vorne, also hier soll es dunkel. Und jetzt kann ich nämlich ganz wunderschön mit diesem Pinsel in meine hellen Bereiche reingehen.
So, und das vermische ich jetzt nämlich. Ganz vorsichtig nur tupfen. Lasst dazwischen wieder Platz. Und jetzt vermixt sich das nämlich hier ganz toll, ohne dass ich zu stark meine hellen Bereiche verliere. Das ist nämlich jetzt das Lustige und das Schöne. Und ihr seht, ich fange wieder von hinten nach vorne an, damit das hinten schön dunkel ist und vorne schön hell. So, und hier, da gehe ich jetzt so ein bisschen in den hellen Bereich natürlich auch mit rein. Wenn ihr merkt, es schmiert mehr, als dass es stopft, nehmt neue Farbe auf, ganz wichtig. Und testet das erstmal ganz vorsichtig, ne? Nicht, dass ihr jetzt eine völlig falsche Farbe habt. Weil wenn ihr dann nämlich dieses Gras, diese einzelnen Borstenstruktur verliert, sieht das nämlich hinterher nicht mehr so schön aus. Also dieses Gekleckste ist jetzt ganz wichtig für euer Gras. So, und jetzt gehen wir wieder in diesen Wellen nach unten. Das bleibt aber weiterhin schön hell. So. Immer wieder neue Farbe aufnehmen, wenn ihr merkt, das tut nicht mehr schön. Hier dürft ihr jetzt immer mehr Saftgrün nehmen, desto dichter ihr kommt, desto mehr Saftgrün nehmt ihr jetzt auf den Pinsel. So. Und noch, ich weiß, noch sieht das alles nicht so schön aus, noch sieht das so, ja, merkwürdig aus, gar kein Thema. Wir gehen in das Gelb jetzt gleich nochmal wieder rein. Es ist nur, dass wir hier schon mal unsere hellen Bereiche uns freigehalten haben. Also das bleibt nicht so komisch aussehen. Keine Sorge. So, verzeiht, wenn ich mal ganz kurz still bin. Hin und wieder muss ich mich mal ein bisschen mehr konzentrieren. Und dann vergesse ich das Reden. So. Also auch hier wieder reinstopfen. Und jetzt nehmen wir nochmal richtig schön Saftgrün auf. Und scheut euch nicht, neue Farbe zu nehmen. Auch wenn ihr noch so einen ganz kleinen Klecks noch über habt, so ein bisschen, nehmt euch lieber neue Farbe, als dass es hinterher komisch aussieht. Und ihr versucht, mit dem Rest Farbe auszukommen. Und hier brauchen wir ein bisschen mehr Farbe. Das ist einfach so. Und hier könnt ihr auch noch wieder mit einer Ecke ins preußisches Blau reingehen, so ein bisschen. Um hier so ein bisschen Muster wieder reinzukriegen. Hier vorne der Berg sowieso, der ist ja jetzt hier bei uns im Schatten. Den machen wir jetzt sowieso noch mal etwas dunkler. Ich nehme etwas mehr preußisches Blau. Hier. Dieser kleine Hügel jetzt hier ist im Schatten. Da steht der Betrachter jetzt vor, deswegen ist der jetzt sehr dunkel. Da scheint die Sonne hier fast gar nicht hin. So, hier unten wische ich einmal ganz kurz lang. Mit den unteren Rand auch einmal hinkriegen. Ist nicht schön, aber selten. Okay, noch sieht das sehr merkwürdig aus. Ihr seht das selber. Jetzt nehmen wir uns diesen schönen gelben Pinsel und gehen nochmal in unser Cadmium-Gelb. Und mit dem Gelb vermixen wir das jetzt hier mit dem Grün nochmal ein bisschen. Auch hier schön viel Farbe aufnehmen. Und so verbinden wir jetzt hier die Ebenen. Schön stupfen und
Nicht zögern, neue Farbe aufzunehmen. Und versucht wirklich immer wieder in diesem schrägen drin zu bleiben, dass man die Perspektive nicht verliert. Wenn man jetzt hier stoppt. So, und wie gesagt, durch dieses Stupfen verbinden wir jetzt hier die einzelnen Ebenen miteinander. Ganz vorsichtig vermischen sich jetzt so hier die Farben vom Hellen ins Dunkle und vom Dunklen ins Helle, sodass das nicht mehr so komisch aussieht. So, und jetzt haben wir eine richtig schöne Lichtschattenreflexion hier drin. Dass man richtig den Eindruck bekommt, dass hier so kleine Hügelchen sind. Jetzt brauchen wir nochmal richtig viel Gelb. Deswegen nehme ich nochmal ein Tuch, streiche nochmal das Grün raus. Und jetzt nehme ich nochmal Gelb. Versuche mir wieder richtig eine schöne Spitze zu machen, dass der Pinsel schön glatt ist. Und jetzt muss ich nämlich bei unserem ganz dunklen Berg hier nochmal. Hier. Das ist nämlich das, was ich meine, dass es matschig wird, ne? Wenn man nicht genug Farbe drauf hat und zu viel Farbe jetzt hier, habe ich zu viel Farbe aufgenommen. Deswegen habe ich die anderen vorher schon gemacht, damit man dieses Matschige jetzt nicht hat. So, aber das macht nichts. Hier soll man ja nicht viel sehen. Das ist ja jetzt hier dieser ganz dunkle Hügel. Der ist im Schatten und da sieht man eh nicht viel. Ich glaube, auf dem Bildschirm seht ihr fast gar nichts. Ne? Wenn ihr das mal haben solltet, ihr habt ein richtig tolles Bild und es ist matschig geworden. Das passiert ganz häufig, gerade wenn man mit der Malerei anfängt. Ist mir am Anfang auch ganz oft passiert. Dann verzweifelt nicht und mixt noch mehr und noch mehr und noch mehr Farbe rein. Im schlimmsten Fall nehmt ihr euch den Spachtel, zieht das einmal wieder ab, wischt das dann wieder und glättet das. Dann könnt ihr nochmal anfangen. Habt ihr das jetzt aber hier in der Baumreihe zum Beispiel, habt ihr da viel zu viel Farbe, dann macht erstmal mit dem Rest weiter, lasst das einmal einen Tag trocknen und dann geht ihr mit den Feinheiten, mit den Highlights nochmal rein. Dann mischt sich das nicht mehr so stark. Dann sollte man sich da wirklich lieber einfach die Zeit nehmen, einen Tag warten und die Highlights einen Tag später machen. Das klappt wirklich ganz super. Gut, so, unsere Wiese ist soweit fertig. Dann kommt jetzt einmal unser Baum. Da nehmen wir uns einmal nochmal wieder das Dunkel hier, ne? Und jetzt müssen wir einmal schauen, wo soll unser Baum denn ungefähr stehen. Unser Baum, der kommt jetzt mal hier. So, hier kommt die Wurzel hin. Ich meinen Kopf und Weg. Entschuldigung. Ich gehe mal ein Stück zurück. So, hier kommt die Wurzel hin. Jetzt nehmen wir etwas von Dyke Bronze zu. Das ist ja auch die Schattenseite, deswegen sollte das jetzt nicht ganz so hell sein. So, hier ist der Stamm. Wie gesagt, fangt auch hier zart an mit dem Baum. Denn breiter malen könnt ihr den immer, wenn der euch zu schmal geworden ist. Ne? Fangt lieber mit einem schmalen Baum an. So, der geht jetzt hier hoch und auch jetzt hier in meinen schönen Himmel rein. Und hier nehme ich jetzt wieder etwas Sienna, dunkle Sienna dazu. Weil hier im Himmel sind die Äste ja schon wieder ein bisschen heller. So, auch hier müsst ihr die nicht komplett durchmalen. Weil man die ja auch nicht durchgehend sieht. Das ist nur für euch angedeutet, dass ihr wisst, wo eure Äste langlaufen, so ungefähr. Wenn ihr hier einen Ast mal der Duft aussieht, ist das auch gar nicht schlimm. Da kommt sowieso gleich das Laub drüber. Passt nur, wie gesagt, auf, dass es nicht zu merkwürdig aussieht. Und vor allen Dingen, dass ihr jetzt hier nicht so viel Farbe verwendet. Nehmt einfach die Spitze eures Fineliners ganz vorsichtig und
malt mir hier so ganz vorsichtig dezent ein paar Zweige. Und hier seht ihr schon, wie viel wir hier vom Hintergrund wieder übermalen. Ja, deswegen ist das gar nicht schön, wenn ihr am Anfang da ein paar falsche Zweige gemalt habt. Wer jetzt möchte, kann hier natürlich auch eine Birke malen, passend zu Pfingsten. Gar kein Thema. Also malt doch hier ruhig, was ihr wollt. So, die Würze guckt hier nämlich raus, die sind ein bisschen unterspült worden. Ihr könnt hier auch noch einen zweiten und dritten Baum malen, aber in diesem Fall finde ich, wirkt das mit den Bergen und so schon ziemlich ausreichend, wenn hier also ein einzelner Baum steht. Okay. Bevor wir jetzt das Hauptlaub dieses Baums malen, widmen wir uns noch mal ganz kurz unserem Hintergrund. Dafür nehmen wir uns den Fächerpinsel und gehen in ein ganz klein bisschen unsere Gelbmischung, die schon mit Grün versetzt ist. Ihr seht das hier hinten, seht ihr das? Ja. Nehme ich so ein bisschen Matsche, völlig in Ordnung. Und gehe damit jetzt ganz vorsichtig hier über meine Bäume. Mach das nicht komplett. Ich kann das hier mal ganz kurz zeigen. Nur so ein ganz kleines bisschen, immer so ein bisschen angedeutet. Na? So ein bisschen die Lichtpunkte. Was man oben drauf sieht. Und denkt daran, die Sonne kommt vom Recht. Deswegen nur so ein kleinen Hauch, was man vom Recht sieht. So ein ganz bisschen. Ganz bisschen nur die Sonne drauf scheint. Gar nicht viel. Nur so minimal. Desto tiefer er kommt, nimmt eher Grün als Gelb. Ne? Unten ist es ein bisschen grünlicher. Und oben die Wipfel sind ein bisschen grüner. Die Wipfel sind ein bisschen gelber, weil da richtig schön die Sonne drauf knallt und das richtig schön frisches grünes Laub ist. Hier. Aber nur ganz drauf, nur ein bisschen. So, hier brauchen wir gar nicht weitermachen, weil sonst würden wir hier nämlich wieder Matsche bekommen. Weil hier unten sowieso schon unser schöner Baum ist. Wenn ihr wollt, könnt ihr jetzt nochmal hier ein bisschen kräftiges Grün nehmen und noch ein bisschen kräftiges Gelb. Und dann können wir hier nochmal so ein paar kleine Büschchen malen, die jetzt hier im Vordergrund stehen. Aber nicht viel, nur so ein ganz bisschen minimal. So. Das ist nur, dass wir auch hier die Baumstämme so ein klein wenig erden. So. Okay. So, jetzt müssen wir einmal einen sauberen Pinsel nehmen. Ein sauberer Pinsel oder ihr reinigt euren Pinsel. Dann machen wir das jetzt als erstes so. Eine Ecke nehmen wir jetzt mal dunkel. Ne, dunkelgrün. Dunkelblau, dunkelgrün so ein bisschen. Und jetzt müssen wir hier erstmal so ein bisschen ganz grob das Laub von diesem Baum andeuten. Nur so ein kleines bisschen mit der Ecke stupfen, auch über die Zweige hinaus. Und dann seht ihr, sieht das so ein bisschen aus wie einzelnes Laub. Das kann man auch sehr, sehr schön mit dem 1 Zoll Pinsel machen, bedarf aber auch ein wenig Übung. Weil da nur die Ecke zu treffen, um das Laub zu malen, ist nicht ganz einfach. Aber versucht es ruhig. Ich empfehle allerdings, mit dem 1 Zoll Pinsel Laub zu malen, wirklich, wenn man da ein etwas größeres Bild hat. Ich finde, das ist einfacher, Laub dann zu malen, wenn das Bild größer ist. So, hier seht ihr, es wird immer heller. Hier oben ist es auch in Ordnung. Das soll ja auch hell sein. Das ist ja voll in der Sonne hier.
und hier unten wird es automatisch dunkler, weil der Hintergrund ja eh schon dunkel ist. Aber auch hier dürfen wir nicht vergessen, ist jede Menge Land. Passt auf jetzt, wenn ihr mit dem Pinsel in euer Braun geht, dass ihr es nicht zu stark vermischt, ne? So wie hier. Und dass es dann braunes Matschlaub wird. Das wäre unschön. Zur Not den Pinsel einmal ein bisschen reinigen, also auswischen mit Silbertuch oder neues Grün aufnehmen. So, hier darf natürlich ein bisschen mehr Laub rein. So, jetzt nehmen wir uns wieder den anderen Pinsel. Den wischen wir also einmal kurz aus, damit es nicht ganz so schmutzig ist. Und jetzt nehmen wir neues Highlight Gelb. Der Pinsel ist noch ein bisschen schmutzig, da ist noch ein bisschen Grün drin. Das ist aber auch gewollt, weil es auch nicht zu hell jetzt werden soll. So, und jetzt können wir hier einfach wunderschön unsere Highlights ein bisschen in unserem Baum andeuten. Habt ihr hier jetzt euer Gelb fast verbraucht? Das ist fast immer so. Nehmt lieber nochmal einen ganz kleinen Klecks nach. Natürlich soll man versuchen, so wenig Farbe wie möglich zu verschwenden. Aber wenn man sich da jetzt ärgert und sagt, nee, hätte ich mal doch noch einen Tick nachgenommen, wäre das einfach zu ärgerlich. Wenn ihr mit dem Fächerpinsel arbeitet, achtet darauf, dass ihr immer so ein bisschen dreht. Dass ihr nicht immer nur diesen einfachen Bogen habt und immer die gleiche Ecke. Das ist das Schöne am Fächerpinsel, dass man damit viel machen kann. So. Und hier im dunkleren Bereich nur ein ganz bisschen Highlight setzen. Ne? Und wie gesagt, ist es zu matschig geworden. Ne? Habt ihr zu viel Farbe auf der Leinwand, dann wartet einen Tag und macht das später eure Highlights. So, unser Baum ist jetzt aber soweit fertig. Was ihr jetzt nochmal machen könnt, um den Baum noch ein ganz bisschen aufzuwerten, könnte man jetzt mit dem Spachtel machen. Ich versuche das mal. Ein ganz bisschen weiß und ein ganz bisschen braun. Etwas mehr weiß. So. Eine ganz kleine Linie. Und jetzt können wir hier nochmal so ein ganz bisschen sagen. So, hier scheint die Sonne drauf. Das hält. Einfach mit dem Spachtel so ganz vorsichtig so einen kleinen Kegel ziehen. Dieser Baum ist recht schmal und recht klein, dann nehmen wir uns dann auch mal die schmale Seite wieder. Und auch hier ganz vorsichtig einfach lang gehen. Wenn ihr jetzt hier mehr Weiß nehmt auf euren Spachtel, dann könnt ihr natürlich auch noch daraus eine wunderschöne Birke machen. Wie gesagt, das müsst ihr euch selbst entscheiden, was für einen Baum ihr jetzt macht. Ich persönlich mag Birken sehr gerne, aber dafür muss man das Laub dann ganz fein machen. Dafür habe ich das jetzt ein bisschen matschig gemalt. Ein bisschen feiner wäre besser gewesen, dann hätte man noch ein bisschen was machen können. So, und jetzt hier einfach mit dem Spachtel so ein paar kleine Highlights ziehen und der Baum sieht gleich ein bisschen schöner aus. Einfach oben drauf auf die Wurzel, ein bisschen weiß setzen und das Ganze sieht richtig klasse aus. So mache ich das. Und ein paar kleine Highlights, was die bewirken. Wenn man sowas vergisst, das ist immer schade. So, jetzt müssen wir das Ganze aber noch ein bisschen erden. Das dürfen wir auf keinen Fall vergessen. Das heißt, wir gehen nochmal wieder mit unserem matschigen Grünpinsel etwas in ein bisschen preußisch-blau. Stupfen, stupfen, stupfen. Und dann müssen wir hier nochmal so ein paar kleine Büschlein andeuten. Einfach hier nochmal kleiner Busch. Und hier direkt vom Baum sitzt auch nochmal einer. Und auch die Büsche, wenn ihr die malt, achtet darauf, dass ihr die so ein bisschen senkrecht nehmt. Gerade nicht senkrecht, so ein bisschen schräg runter mal, dass das so ein bisschen hier auch die Schräge mit andeutet. Auch hier nochmal ein paar dunklere Büsche hinten im Wald setzen. Und auch hier sind nochmal ein paar Büsche, die hier runtergehen. Denkt dran, hier hinten nicht zu groß malen, das wäre ärgerlich. Dann können wir hier auch nochmal ein bisschen höheres Gras setzen, ganz vorsichtig, nur mit der Ecke. Auch wenn es nicht zu matschig wird. Aber einfach nur durch diese kleinen bisschen dunkleren Schatten macht ihr das Ganze hier so ein bisschen interessanter, lebendiger. Passt dabei aber auf, dass es nicht wieder zu gleichmäßig wird. Also nicht das Tag, 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 Tag. Das sieht komisch aus. Wirklich nur so
ganz vereinzelt, mal die Spitze, mal ganz, mal nur die rechte Seite. Einfach so ein paar kleine Highlights hier setzen. Das sind einfach so ein paar dunklere Halme, die man jetzt hier sieht. Oder dunklere Sträucher. Das peppt das Ganze hier noch so ein ganz kleines bisschen auf. So, und auch hier drauf achten, nicht zu viel Farbe. Weil auch hier natürlich diese kleinen dunklen Büsche, ne, auch wenn die ganz weit weg sind, auch die müssen wir natürlich ein kleines bisschen da Highlights draufsetzen. Jetzt nehmen wir uns nochmal einen Borstenpinsel, so ganz fein. Und damit müssen wir das jetzt einmal so ein bisschen erden. Das ist einfach nur Schatten. Ne? Wir brauchen ja Schatten, dafür nehmen wir noch ein bisschen Preußisch-Blau. Das darf jetzt nicht so aufgewühlt aussehen, das ist jetzt nur reiner Schatten. Genau hier. Hier muss natürlich auch Schatten jetzt sein, ne? Beim Baum. So, sollen wir überlegen, wie fällt denn der Schatten vom Baum? Haben wir eigentlich schon gar nicht so schlecht vorgezeichnet. Dann nehmen wir nämlich statt dem Busch ein bisschen hier. Hier fällt der Schatten vom Baum. Dafür nehmen wir jetzt nochmal den Fächerpinsel, das brauchen wir ein bisschen mehr. Hier ist der Schatten. Versucht hier so ein bisschen zu denken, dass es ja hier so runterfällt. Nicht ganz identisch ist mit dem Schlagschatten. Nur so ein ganz bisschen angedeutet hier. So, da ist der Schatten vom Baum. Und jetzt kommt unser absolutes Highlight-Moment. Hier auch nochmal so ein bisschen erden die Schatten selber. So, schon besser. Moment, hier ist noch zu hell. Das ist nämlich eine Sache, wo man sich hinterher ärgert, wenn man die einzelnen Schatten vergessen hat. Das ist nämlich Sache, die ein Bild dann unschön machen, wenn irgendwo kein Schatten ist. Das sieht dann merkwürdig aus, als ob irgendwo was fliegt. Genau wie hier, da muss auch noch ein bisschen mehr Schatten hin. Arbeitet da auch ruhig mit verschiedenen Pinseln. Also ihr müsst nicht immer die gleichen Pinsel nehmen. Guckt, mit was ihr am besten arbeiten könnt, was für euch mit am einfachsten ist. So, und jetzt kommen wir tatsächlich zum Highlight. Ich mache mal ganz kurz Pause und mache einmal alles sauber. Moment. So. Bevor wir den Zaun machen, Sekunde noch. Einmal noch ein ganz kleines bisschen Gelb. Weil, wie gesagt, auch die Büsche wollen ein kleines bisschen Highlight haben. Das dürfen wir natürlich nicht vergessen. Wenn jetzt hier nur so ein schwarzer Klotz liegt, sieht das doch ein bisschen komisch aus. Und hier ist die Gefahr jetzt, dass man Matsch macht. Das passiert mir jetzt hier gerade. Aber gar kein Problem. Wenn das getrocknet ist, sieht man das. So, auch hier, da ist ein Busch, da und auch um die Seite. So, hier auch noch ganz kurz ein bisschen. Und schon haben die Büsche nämlich auch ihre Highlights. Sieht man jetzt auf dem Monitor nicht ganz so doll. Wie gesagt, wenn jetzt zu schwach ist, wenn ihr hier zu viel stark schwarz genommen habt oder zu dunkel gemalt habt, lasst es einen Tag trocknen und setzt dann nochmal ganz in Ruhe die Highlights. Ist überhaupt gar kein Problem. Man kann die Highlights auch nochmal einen Tag später setzen. Und hier habe ich jetzt ein bisschen was vergessen beim Baum. Das können wir nachträglich aber auch noch machen. So, wunderbar. Okay, jetzt mache ich was aber. So, jetzt geht's weiter. Wir brauchen jetzt ein kleines bisschen Braun. Etwas Van Dyke Braun nehmen wir erstmal. Und den Spachtel. Ziehen uns also mit dem Spachtel hier etwas Farbe, wieder so ein kleines Farbkreuzchen drauf. Und dann fangen wir mit unserem Zaun an. Müssen wir schauen, wo als erstes unser erster Zaunpfahl ist. Wir machen den mal hier hin. Denkt daran, wenn ihr jetzt mit dem Zaun anfangt, die vorderen Zaunpfähle sind natürlich viel größer als die hinteren. Und nichtsdestotrotz, die Zaunpfähle machen wir noch nicht auf ihre volle Größe. Denn Größe können wir immer, kleiner nicht. So, also wir deuten den jetzt erstmal hier an, der ist ein bisschen arg klein, würde ich sagen. Und dann müssen wir mal schauen, wie ungefähr wir die Abstände machen. Das ist jetzt ganz wichtig. Machen wir hier den nächsten.
setzt einfach jetzt da beim Zaunpfahl, ihr habt dieses kleine Röllchen, dann setzt ihr den einfach so an, dass ihr mit dem Röllchen auf die Leinwand malt, relativ gerade, und dann zieht ihr dieses Röllchen einfach nach links weg oder nach rechts, je nachdem, ob ihr links oder rechtshänder seid, zieht das einfach so weg. So, jetzt müssen wir gucken, wie schräg wir werden. Und die Abstände, jeder Pfahl ist natürlich wieder ein bisschen dichter. Und müsst ihr auch gucken, wie schräg geht es hier. Das ist jetzt relativ wichtig, dass ihr da genau malt. Ich meine, bei mir ist es immer so, bei mir sind das keine gekauften Pfähle. Die sind nicht akkurat. Das sind einfach irgendwelche Baumstämme, die entrindet wurden und die man jetzt hier reingeschlagen hat. Das heißt, die müssen auch nicht kerzengerade sein und überall gleich dick und gleich hoch. Da kann auch mal einer sein, der jetzt hier schräg steht. Der ist jetzt umgeknickt hier, seht ihr? So. Und der nächste ist wieder gerade. Und wie gesagt, achtet darauf, immer kleiner und schmaler zu werden, desto weiter ihr weggeht. Hinterher braucht ihr nur einmal noch aufticken und schon seid ihr fertig mit dem Pfahl. Hier ist der letzte. Den letzten mache ich jetzt mit der kleinen schmalen Kante. Oh, aber sauber sollte die sein. Da sieht man noch so ein kleines Stück, der ist nämlich schon hinter. Nee, Moment. Ah, jetzt aber. So. Okay, also der ist nämlich schon jetzt hier hinter dem Höhl. Dann sieht man noch so ein ganz kleines bisschen. So. Das ist unser wunderschöner Zaun. War eigentlich gar nicht so schwer. Jetzt müsst ihr euch einmal überlegen, was für ein Zaun soll das werden? Möchtet ihr da so einen richtig schönen starren Zaun haben, das heißt, es sind Bretter, die da langlaufen, oder möchtet ihr vielleicht einen Stacheldrahtzaun haben? Das könnt ihr euch jetzt noch frei überlegen, ausdenken, was da hin soll. Für die Pferdefreunde unter euch, ihr möchtet bestimmt keinen Stacheldrahtzaun malen, kann ich verstehen. Ich male es auch nur, ich würde es niemals aufhängen. Wenn ihr den malt, könnt ihr verschiedene Sachen malen. Entweder ihr malt ganz einfache Xe oder ihr malt kleine Xe, die nur so kleine Bögen, die sich treffen. Oder aber ihr malt kleine Wellen. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten, das zu malen. Versucht nur darauf zu achten, dass ihr ungefähr immer den gleichen Abstand habt, dass ihr nicht zu viele malt. Und ja, ich male jetzt mal keinen Stacheldrahtzaun, ich male mal den ganz normalen. Nur hier seht ihr einmal, wie das ungefähr gehen würde. Aber das ist halt nicht ganz einfach, weil man da auf vieles achten muss. Ich möchte jetzt hier mal einen ganz normalen Zaun malen, deswegen nehme ich wieder mal einen Spachtel. Ziehe den auch wieder in meinen Van Dyke Brown. Und jetzt komme ich hier mit meiner ersten Latte. Und ziehe den einfach hier rein. Denkt dran, noch immer ist dies kein akkurater, gekaufter Zaun, wie ein Gartenzaun, sondern das ist ein Wildzaun. Da stand ein Baum, der ist umgefallen, das noch nicht, dann würde er gammeln. Nein, da haben wir Bäume gefällt, entrindet und ganz ordentlich schön gemacht, aber die sind halt krumm und schief. Ganz einfach. So. Und die Lappen sind natürlich nicht immer exakt aufeinander. Ne? Eine ist mal höher angenagelt, eine ist mal tiefer angenagelt. Ganz, ganz unterschiedlich. Deswegen achtet darauf, dass es hier nicht alles zugleich und langweilig aussieht. Hier ist eine durchgebogen. Ne? Ihr könnt hier auch tatsächlich, ihr müsst hier nicht mit dem Spachtel arbeiten, diese Arbeit ist mit dem Spachtel recht schwierig. Aber das Schöne am Spachtel ist einfach, dass es gleich aussieht wie Holz. Wenn ihr das mit dem Pinsel durchzieht, dann sieht es nicht so wirklich aus wie Holz. Deswegen mache ich diese Arbeiten so gerne mit dem Spachtel. Weil wenn ihr das so runterzieht, hat es schon gleich so eine Art Holzmalerung. Was immer ganz schön ist, finde ich. Man zieht erst einen geraden Strich und dann einmal die Farbe nach unten. Auch hier ganz wichtig darauf zu achten, dass ihr genug Farbe auf dem Pinsel habt, ne? So, am Anfang ist es noch ganz einfach, hier jetzt schön mit dem Spachtel zu arbeiten. Aber ich muss auch zugeben, desto weiter man wegkommt, desto schwieriger wird es tatsächlich. Ne?
ihr jetzt immer kleiner und feiner werden müsst. Und die Perspektive zu halten ist natürlich auch nicht so ganz einfach. Und man wird schnell zu dick. Das ist das Hauptproblem. Dass man, desto weiter man wegkommt, dass die Latten zu dick werden. Deshalb, desto weiter ich weggehe, jetzt nehme ich nämlich ganz einfach einen Pinsel. Wieder ganz normal meinen Fineliner. Den drehe ich mir hier einfach schön ein paar Mal in der Farbe. Und jetzt mache ich das mal hier so. Hier ist die Latte noch so dran. Geht jetzt hier rüber. Und die Latte hier ist abgebrochen. Die liegt jetzt hier so davor. Und da jetzt Tiere werden, dann könnten die jetzt abhauen. Und hier ist die auch noch dran. So gerade eben noch. Und da unten ist sie da unten auch dran. Ja, da unten ist sie auch noch dran geblieben. So, nur die obere ist abgebrochen. So. Und hier, wie gesagt, da müssen die jetzt schon sehr, sehr dünn werden. Deswegen ist es hier sehr schwierig, mit dem Schwimmspachtel noch zu arbeiten. Und wenn ihr jetzt mal hier zu großen Abstand habt, wie gesagt, das ist kein gekauftes Holz, mal ist der Baum 3 Meter lang, mal nur 2 Meter. Deswegen muss das nicht zu 100% akkurat hier sein. Das darf krumm und schief sein und die Abstände müssen nicht perfekt sein. Natürlich solltet ihr hin jetzt keine 50 Meter haben, das würde dann komisch aussehen. Wichtig ist nur, dass ihr hier die Perspektive so ein bisschen achtet, dass die Latte hier natürlich jetzt runtergehen würde. Und nicht hoch. So, guck mal. Jetzt sind wir schon so gut wie fertig. Das Einzige, was jetzt natürlich noch fehlt, auch unser Zaun benötigt natürlich ein bisschen Highlights. Das heißt, wir nehmen wieder unseren Spachtel. Hier haben wir schon so vorgefertigte Baummischung. Dann nehmen wir ein bisschen mehr Weiß mit rein, aber nicht viel mehr. Mixen. Kleines Farbröllchen und dann fangen wir hier auf dem Zaun wieder an. Ganz vorsichtig so ein bisschen reinziehen. Ganz vorsichtig. Und wieder frische Farbe aufnehmen. Passt auf, dass das nicht zu weiß wird. Das sieht komisch aus. Lieber ein bisschen mehr mit Braun mixen. Und ihr müsst auch nicht die ganze Latte perfekt weiß machen. Und vor allem diese Farbmischung, wie gesagt, wie vorhin, nicht komplett durchmixen. Ne? Soll keine reine weiße graue Matsche werden, sondern ganz unterschiedlich. Da soll man so richtig die verschiedenen Farbstrukturen sehen. Ganz wichtig. So, einfach hier jetzt ein bisschen über die Latten rüberziehen. Und immer dieses kleine, feine Farbröllchen. Einfach so ein bisschen ziehen. Gleich auch hier am Fall. Da kommt ein bisschen Licht hin. Immer mal wieder einfach ein Zebertuch abstreifen, wenn ihr eine neue Farbrolle nimmt. Oh, das war jetzt zu viel. Ihr seht, ich habe jetzt hier ein bisschen viel Farbe, dann den Pinsel sauber machen und den Spachtel rein. Und einfach abziehen. Einfach abziehen. Und wenn ihr jetzt bei dem vorderen Zaunfall das so ein bisschen rundet, wie so ein U, dann habt ihr gleich eine schöne Struktur. Und hier vorne dürfen die ruhig etwas weißer sein. Hier ist das Weiß an der falschen Seite, deswegen muss ich das ein bisschen mehr wegkratzen. Aber es ist gar kein Problem, das könnt ihr ganz einfach wegkratzen. Und zur Not nehmt ihr auch nochmal dunkel und geht nochmal mit dunkel von der anderen Seite wieder drüber. Wenn der jetzt zu hell geworden ist, das ist überhaupt kein Problem. So, das ist auch eine Sache mit dem Spachtel wieder, die mir persönlich sehr viel Spaß macht. Das ist die totale Sisyphus-Arbeit und man kann hier echt Mist bauen, aber es macht wirklich Spaß. So. Hier ist es ganz wichtig, darauf zu achten, dass ihr nicht zu sehr über die Zaunblätter rübergeht, also über die einzelnen Latten, so wie ich. Die Schatten hier setze, sind die Latten von der anderen Seite, ne? Nicht zu vergessen. Weil wenn die Latten jetzt auf dieser Seite wären, müsste ich die aufspannen. Das heißt, wenn ich möchte, dass man die Latten von dieser Seite sieht, muss ich die Zaunfehler zuerst mit Highlights machen. Und dann muss ich die Latten darüber machen. In diesem Fall habe ich das nicht gemacht, deswegen. Deswegen ist es jetzt natürlich so, dass
wisst schon, was ich meine. Mir fällt jetzt gerade nicht mehr ein. Ich habe mein Baby gerade schreien hören. Ah, ich glaube, ich muss gleich mal Pause machen. Aber wir sind ja gleich fertig. 8 Sekunden. Mein Mann ist da. Also denkt jetzt bitte nicht, dass ich mein Baby allein schreien lasse. Mein Mann passt auf mein Baby drauf auf. Das ist nicht alleine. Und sitzt jetzt da und weint auf gar keinen Fall. Nein, Papa ist da und passt drauf auf. Und ich darf malen. Okay. Das Einzige, was jetzt noch fehlt, ihr seht es, der Zaun ist noch so überhaupt nicht geerdet und hat natürlich auch noch keinen Schatten. Dafür nehmen wir jetzt mal einen Borstenpinsel, ein kleines bisschen Van Dyke Brown, ein bisschen Blau, ein bisschen Grün. Und jetzt müssen wir gucken, dass wir ganz vorsichtig in unsere Highlights setzen. Passt aber hier jetzt auf, wir haben ja hier den Berg, der jetzt runtergeht. Das heißt, wenn ihr jetzt den Schatten malt, so wie ich oben auf dem Bild, ich zeige euch das mal ganz kurz, müsst ihr aufpassen, dass der kürzer ist. Ne? Der darf jetzt nicht den vollen Schatten haben, wie hier, wo man den sieht. Weil hier kommt ja der kleine Hügel, der darüber geht. Der schneidet den Schatten also ab. Und das gleiche haben wir hier ganz besonders. Das heißt, hier kommt schon unser Hügel. Das heißt, man sieht hier nahezu gar keinen Schatten. Also ganz vorsichtig hier mit der Perspektive arbeiten. Und gucken, dass man hier von dem Schatten nicht viel mitbekommt. Hier natürlich kommen wir der Sache ein bisschen dichter. Hier fällt natürlich der Schatten. Und der Latte, der geht hier lang und der geht hier lang. Hier sieht man schon ein bisschen mehr von dem Schatten. Wie gesagt, der muss abgeschnitten werden, weil dann schon der nächste Hügel kommt. Ganz wichtig. Und schaut, dass der wirklich möglichst, dass ihr eure Schatten immer so ein bisschen in die gleiche Richtung macht. Das ist natürlich auch wahnsinnig wichtig. Jetzt im dunklen Schatten ausbessern ist nicht ganz so einfach. Es geht, aber es ist nicht einfach. So. Was jetzt natürlich der Nachteil ist an den Latten, im Gegensatz zu dem schönen Stacheldraht. Den Stacheldraht zeichne ich keine Schatten, aber bei den Latten hier natürlich haben wir keine Wahl. Hier müssen wir Schatten malen. Das heißt, hier ganz vorsichtig mit dem Pinsel andeuten. Leider Schatten. Das ist jetzt nochmal richtig Arbeit. Auch das hier könnte man mit einem Spatzel machen, aber ich finde das nicht so schön, weil wir haben ja hier Raben. Das heißt, wir haben hier keine gleichmäßige Kante. Mal sieht man mehr Schatten, mal weniger, weil da die Blumen sind. Deswegen mache ich das hier alles ganz vorsichtig und tupfe das wirklich ganz easy mit dem Pinsel. Und sonst sieht das wirklich ganz merkwürdig aus. Wie gesagt, hier hinten sieht man dann sowieso kaum was. Ganz bisschen. So, das sieht doch schon mal gar nicht mehr so schlecht aus. Das ist doch wirklich ganz gut geworden, muss ich sagen. Wenn ihr jetzt noch nicht zufrieden seid, weil ihr sagt, irgendwas fehlt mir noch, die Seite hier finde ich noch ein bisschen langweilig, dann könnt ihr das Rot nehmen, was ich hier so schön vorbereitet habe. Und dann kommen hier einfach noch so ein paar kleine Kleckser von Momo. Einfach so, tuck, tuck. Ihr könnt ein bisschen Dauer tupfen. Ihr könnt ja auch, wenn ihr wollt, eine richtige Momo reinmalen. Wer sich hier jetzt richtig noch Mühe geben will. Aber ansonsten einfach hier ein paar kleine, hübsche Tupfer rein. Das wertet das Bild natürlich gleich richtig auf. Achtet darauf, dass ihr den Pinsel hin und wieder mal dreht. Dass die Blumen nicht alle in die gleiche Richtung gucken. Ne? Aber das macht natürlich eine Menge her. Hier drüben, da, überall so ein paar klitzekleine, hübsche, rote Mondblumen. Ich liebe Mondblumen. Ich habe sie in meinem Garten. In meinem alten Garten hatte ich richtig tolle Blumen. Aber unser Nachmieter hat die alle rausgelassen. Ich war so traurig. So,
Wer jetzt noch möchte, kann natürlich auch noch ein paar Kornblumen reinmachen. Aber ehrlich gesagt, glaube ich, die Weiß wachsen nicht auf einer Weide. Ich weiß auch gar nicht, ob der Mond wächst, aber ich glaube schon. Und sonst sind es andere Blumen. Okay, also dieses Bild ist mir mal richtig gut gelungen. Tut mir leid, ich muss mich wirklich mal loben. Dafür, dass ich so im Stress bin, finde ich dieses Bild echt mal total klasse. Ich freue mich darüber. Ich hoffe, es gefällt euch. Natürlich freue ich mich über ein Like, wenn es euch wirklich gefällt. Dann ja, freue ich mich einfach wahnsinnig. Dann weiß ich, dass ich weitermachen soll und dass es euch gefällt und dass es euch Spaß bringt, dass ihr noch dabei seid und überhaupt, dass ich mir wieder Mühe gegeben habe, dass sich die Arbeit vor allem gelohnt hat. Weil das ist ja auch nur 2 Tage für so ein kleines Bild mit Vorbereitung und allen möglichen Vormalen, Videoschneiden, das sind 2 Tage Arbeit, das ist natürlich auch nicht mal eben so gemacht. Wenn ihr selbst seid, denkt dran, einmal euer Kürzel da reinzumalen. Und ja, den Monat, also es sind jetzt hier 6 und 19 und einmal das Kürzel. So, okay, wundervoll. Wie gesagt, das Bild ist fertig. Ich hoffe wirklich, es gefällt euch und hat euch genauso viel Freude bereitet wie mir. Und wir sehen uns bestimmt bald zum nächsten. Ich hoffe beim nächsten Mal wieder ein Blumenbild malen zu können. Aber ich kann nicht versprechen, wann ich dazu komme. Aber vielleicht ja schon nächste Woche. Okay, bis dann. Tschüss.